Wer denkt, dass Haustiere nur Schlafen und Fressen im Kopf haben, der liegt eindeutig falsch. Die Vierbeiner haben viel mehr drauf. Sie können nicht nur kegeln, sondern auch tanzen. Zu sehen war dies auf der Hund- und Heimtiermesse am vergangenen Wochenende. Auf zwei Hallen verteilt konnten sich die Besucher über Fifi und Co. informieren und sie hautnah erleben. Katzenliebhaber kamen dabei genauso auf ihre Kosten wie Vogel- und Reptilienfans. Im Zentrum der Messe stand jedoch der beste Freund des Menschen. Und dieser konnte sich unter anderem beim Dogdiving richtig austoben. Bei dieser Sportart springen die Hunde von einer Rampe in ein Wasserbecken. Je nach Vorgabe muss das Tier besonders weit oder besonders hoch ins Wasser springen. Sportlich ging es auch beim Frolic Frisbee Fun zu. Hunde bewegen sich nun mal gern und es muss ja nicht immer die Zeitung oder der Postbote sein, den sich Hasso schnappt. Dass Hunde nicht nur Freizeitwert haben, sondern auch bei der Arbeit helfen, zeigte Marina Kersten aus Salzwedel. Sie führte mit ihren Border Collies vor, wie diese intelligente Hunderasse beispielsweise in der Landwirtschaft hilft. Ja, dann waren die Europameisterschaften damals in Zwolle, das ist nun schon 12 Jahre her oder so, entscheidend. Da war ich so beeindruckt von der Arbeit dieser Tiere. Also die bringen über einen Parcours, über mehrere Kilometer die Schafe zu ihrem Chef. Das war so beeindruckend, da habe ich gesagt, das möchte ich auch gerne können. Veranschaulicht hat Marina Kersten die Arbeitsweise ihrer Hütehunde aber nicht an Kühen, sondern an Enten. Damit die Hunde wissen, was sie tun sollen, ist natürlich die Kommunikation ganz besonders wichtig. Für jeden Hund gibt es direkte Befehle, also rechtsrum, linksrum, geradeaus, alle unterschiedlich. Sonst würde ja jeder rechtsrum gehen oder jeder linksrum oder so, wie sie das gerne möchten oder sich einfallen lassen. Dass Hunde auch rechnen können, bewies der Komiker Florin mit seinem Hund Kato. Auch durch einen Reifen zu springen ist für Kato kein Problem. Er braucht nur genügend Unterstützung vom Publikum. Hinter solch einem Programm steckt jedoch viel Arbeit. Dem Hund die Tricks beizubringen ist nicht die Kunst. Es gibt viele Leute, die Hunde Tricks beibringen können. Die Schwierigkeit an der Geschichte ist, dass man das vor Publikum machen muss, sodass es komisch ist. Und das kann man mit dem Hund auch nicht zu Hause üben. Ja, sie haben kein Publikum zu Hause. Das heißt, sie müssen vor Publikum Sachen ausprobieren, gucken, ob es klappt oder nicht klappt. Wenn sie das nicht machen, dann wird es nichts im Prinzip. Neben diesen Showacts kam auch die Sendung Tierisch-Tierisch des MDR zu Besuch. Dabei stellte das Tierheim Leipzig 5 Hunde vor, die noch einen Besitzer suchen. Wer Interesse an einem der Hunde hatte, konnte ihn gleich noch vor Ort besser kennenlernen. Das Aussehen eines Hundes spielt dabei nicht die größte Rolle, wie Moderatorin Uta Bresan bestätigt. Das ist ähnlich wie bei dem Menschen. Die Seele des Hundes ist entscheidend. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, welche Rasse mir jetzt am besten gefällt, sondern einfach, da kommt es immer so ein bisschen auf die Chemie drauf an. Und wenn die Chemie so wie hier stimmt, dann hat Herrchen auch gleich noch einen prima Schal. Der nächste Herbst kommt bestimmt.